Mitte der 90er Jahre gab es in den Andenstaaten Südamerikas eine Infektionsepidemie. Eine Epidemie einer Infektionskrankheit, deren signifikantes Symptom der reißwasserartige Durchfall ist. Um welche Infektionskrankheit handelt es sich? Bis vor kurzem hatte man bei uns im Westen geglaubt, dass die nun folgende Infektionskrankheit allmählich im Aussterben begriffen sei. Immer weniger Menschen waren bei uns im Westen an dieser Krankheit erkrankt. Und erst seit dem Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs tritt sie wieder gehäuft bei uns auf. Es handelt sich um eine Krankheit, die zum Großfeld der Kinderkrankheiten gezählt werden, nicht etwa deshalb, weil es sie nur bei Kindern gibt, aber die Krankheit tritt gehäuft bei Kindern auf. Und wenn sie bei ihnen auftritt, kann es Komplikationen geben, die sogar zu einem tödlichen Ausgang führen kann. Übrigens handelt es sich um eine Krankheit, die von der Rechtschreibreform ausgenommen worden ist. Achten Sie also bitte bei der Rechtschreibung dieses Krankheitsnamens darauf, dass Sie es alles richtig schreiben. Von welcher Krankheit spreche ich? Die nächste Infektionskrankheit ist weltweit endemisch. Und das bedeutet, in jedem beliebigen Land unserer Erde gibt es immer einige Menschen, die an dieser Infektion erkrankt sind. Bis auf einige Länder im Mittelmeerbereich. In einigen Orten um das Mittelmeer herum, vor allen Dingen an Orten, an denen die Menschen von der Fischerei leben, finden wir Antikörper gegen die Infektionskrankheit bei nahezu 100% der Bevölkerung. Und das bedeutet, es handelt sich um eine Infektion, die wir uns zuziehen können mit dem Konsum von Schalentieren, Muscheln, Krebsen und Fischen. Unter anderem. Die Symptome dieser Krankheit zeigen sich an der Leber. Von welcher Infektion spreche ich? Im Mai 1995 ging folgende Meldung über die Ticker. Mit hohem Fieber und halb bewusstlos vor Bauchschmerzen schleppte sich die junge Frau in das armselige Kreiskrankenhaus in Afrika. Da ihnen nichts anderes einfiel, entschlossen sich die Ärzte, sie aufzuschneiden. Die Frau überlebte die Operation nur um wenige Tage. Das geschah vor gut 6 Wochen, Anfang April, in Kikwit, einer Provinzstadt in Zaire. Mit verhängnisvoller Verspätung erinnerten sich die Ärzte und Schwestern des Krankenhauses an die letzten Worte, die die hochfiebernde Frau bei ihrem Eintreffen gestammelt hatte. Sie sei die einzige Überlebende aus ihrem abgelegenen Dorf. Zu diesem Zeitpunkt war das Operationsteam, das die Frau behandelt hatte, bereits tot. Ein sairischer Arzt und 3, womöglich 4 Mitarbeiter des OP-Teams waren von qualvollen inneren Blutungen dahingerafft worden. Sie haben folgende Informationen bekommen. Es war in Afrika. Eine Patientin ist gestorben. Das Operationsteam ebenfalls. Und sie waren unter qualvollen inneren Blutungen gestorben. Was würden Sie sagen, um welche Infektionskrankheit handelt es sich? Stellen Sie sich vor, die Kinder, die im Winter mit den Schlitten oder Skiern auf den Bergen herumtollen, toben, spielen, wie es ihnen gefällt. Und daneben steht ein Kind mit großen, traurigen Augen und beobachtet die anderen, traurig und an Krücken, weil es weiß, dass es sich nie wieder so wird bewegen können, wie das einst möglich war oder wie es die anderen Kinder heute noch tun. Und dabei hatte alles so harmlos angefangen.
Wissen Sie, welche Infektionskrankheit am meisten unterschätzt wird? Wissen Sie, auf wessen Konto die meisten Todesfälle gehen? Und wissen Sie, welcher Erreger sich immer wieder neu maskiert? Und wieder einmal sind Kinder häufiger betroffen als Erwachsene. Sie bekommen Fieber, Kopfschmerzen und dann den Opisthotonus. Woran denken Sie?